ich ja rein theoretisch schon mehr als 10 Kinder könnte haben, freiwillig aber auf alle verzichtet habe, heisst das ja eigentlich theoretisch, dass ich jetzt auf meinen Interkontinentalflug ganze Tierherden essen kann, ohne schlechtes Gewissen. Weil ich es ja eben mit dem Kinderverzicht kompensiert habe. Nein, aber keine Angst. Das Einzige, was ich im Flugzeug esse, ist ein Demesta. Und das spüle ich meistens mit so 2 Gin Tonics runter. Ich esse sowieso auch nur Schweizer Fleisch. Ich weiss warum. Wisst ihr auch warum? Es geht ja nicht um Qualität, sondern ums Verhalten der Tiere. Ja, und die Anpassung. Das Gras ist ja eben nicht grüner auf der anderen Seite. Auf die andere Seite kommst du gar nicht. Wenn es jetzt ein Tier trotzdem wagt, gegen den Strom zu gehen, weil es jetzt das Kalb machen will, dann wird es vom Strom gerade wieder in die Schranke gewiesen. Zack, zurück in die Herde. Aber primär geht es ja eigentlich gar nicht darum, dass jetzt ein Kälbli nicht ausbüchst. Vor allem geht es doch darum, dass die Fremden nicht reinkommen. Ein Kälbli von Bülach unterscheidet sich im Fall fundamental von einem in Volkswil. Ja, andere Zucht, andere Familienverhältnisse, anderer Steuersatz. Gerade als Fleischliebhaberin oder Viandin, wie ich mich selber gerne nenne, ist es mir total wichtig, dass ich weiss, woher das mein Fleisch kommt. Ja, und genau aus dem Grund schiesse ich es ja auch selber. Und zwar nicht etwa mit irgendeiner Jagdbüchse, sondern mit einer Blaser R8 Baroness. So eine Baroness, das ist im Fall das Kronjuwel unter der Flinte. So souverän und zielsicher wie der Roger Federer. Hey, aber letztens habe ich im Wald so richtig den Bock abgeschossen. Wirklich, jetzt, anstatt einem 12-Ender, habe ich einen 12-Gänger getroffen. Ja, ich habe den Hurenbiker in seiner Wolfskin einfach nicht gesehen. Der ist so schnell oben runter zu donnern gekommen. Vor allem so unerwartet. Ja, etwa genauso unerwartet, wie jetzt beim Transen an der Europaallee eine Lawine wie oben runter donnern. Hey, schön ist das ja nicht, so ein angeschossener Biker, gell? Nein, so ein angeschossener Gümmeler, das ist wirklich furchtbar. Aber zum guten Glück ist ja Sterbehilfe in der Schweiz legal. Und das habe ich eben letztens schon mal gedacht. Und zwar, als ich in Zürich meiner Lieblingsbar in Richtung Ausgang geschaut habe. Exit. Ist ja eigentlich fast das Gleiche, wie wenn ich um 2 am Morgen in der Ole Ole Bar unter dem Tresen liege. Der einzige Unterschied ist, dass ich in der Ole Ole Bar, in beiden Fällen nehme ich ja den einen Shot to go, der mich völlig K.O. macht. Aber der Unterschied ist, dass ich beim Shot to go in der Ole Ole Bar nachher nicht mehr weiss, was vorher war und beim Shot to go forever dafür dann aber auch endlich weiss, was nachher kommt. Von dem her, einen wunderschönen guten Morgen miteinander, geniessen den Tag und passet auf im Wald! Weiterlachen. SRF3.ch SRF3. SRF3.